Bonsoir à vous tous, Guten Abend zusammen, Kinder Elohims, Söhne Elohims, Töchter Elohims, der Herr bewahre euch, egal wo ihr seid, der Herr haltet seine Hand über euch, denn er ist der einzige Elohim, der uns durch seine Gnade behütet. Wir kommen zu euch, um euch wiederum das Wort Elohims zu bringen, und der Herr hat uns die Möglichkeit gegeben, mit euch dieses Wort zu teilen. Wir sind im Buch Lukas 19, Vers 10, und vorher wollen wir vor dem Herrn ein paar Worte ausbreiten. Herr, hilf uns bei dieser Botschaft, dass dein guter Geist uns führe. Lukas 19, Vers 10. Die Bibel sagt mir hier: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hier sehen wir, Lukas war kein direkter Jünger Jeschua Maschias, sondern er war einfach ein Bruder, ein Lehrer. Der war wie alle anderen, aber er hat sich sehr dafür interessiert, was der Herr auf der Erde gemacht hat. Und er ist zu den Jüngern gegangen, die ja Zeugen waren dessen, was geschehen ist und was er gemacht hat, als er noch auf der Erde war. Sicherlich ist er zu Petrus, Johannes, Andreas, Bartholomäus und allen anderen gegangen, zu diesen Jüngern, die mit Jeschua Maschia gelebt, gegessen, geschlafen und mit ihm die ganze Zeit zusammen waren. Er hat Nachforschungen angestellt und dann das Ganze aufgeschrieben. Er hat den Jüngern, den Freunden Maschias, alle möglichen Fragen gestellt. Und hier schreibt er auf: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist nicht dafür gekommen, dass wir große Autos oder große Häuser haben oder dass wir große Dienste annehmen und stolz auf unsere Ämter sind oder etwa stolz sind auf unsere großen, schönen Autos oder unsere schönen Kleider. Alles, was äußerlich diese modernen Prediger äußerlich präsentieren. Maschia ist dafür nicht gekommen, sondern nur für eine einzige Sache. Und deswegen, dass wir gerettet sind, und zwar zuerst mal Israel. Zuerst ist er eigentlich nicht zu uns gekommen, sondern nach Israel. Nach diesem ersten Vers gibt es noch einen zweiten Vers, und zwar der Vers, dass der Maschia zuerst mal zum Volk Israel gekommen ist. Das lesen wir in Matthäus 10, Vers 6. Und die Bibel gibt Zeugnis drüber in Matthäus 10, Vers 6. Hier lehrt uns die Bibel: Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. In Matthäus 10 sendet der Herr die Jünger zu zweit aus, aber er sagt ihnen: Geht nicht auf den Weg der Nationen, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Lesen wir es nochmal gemeinsam durch, damit wir keinen Unsinn hier erzählen. Wir schlagen Matthäus 10 auf, Vers 5 bis 6. Nicht, dass jemand sagt: Nein, die quatschen nur Unsinn daher. Unser Vers lautet: Nous allons prendre rapidement notre verset Matthieu chapitre in Matthäus, chapitre 10, le verset Kapitel 10, 6, Vers 6. Vers les païens, geht aber nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, Vers 5, dann Vers 6, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels.
Wenn also der Herr zu uns im Lukas 19, Vers 10 spricht, spricht er erstmal nicht über die Nationen, sondern über das Haus Israel. Über das Haus Israels. Er ist also zuerst mal gekommen zu den Seinen. Und wir lesen jetzt im Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Nachdem wir Matthäus 10 gelesen haben, wo der Herr sagt zu den, seinen Jüngern, die er ausgesendet hat, also nicht zu den Samaritern oder in die Nationen gehen sollen, denn die Samariter waren damals eine Mixtur an unterschiedlichen Völkern und dahin hat der Herr sie erstmal nicht gesandt, sondern zum Haus Israel. Deswegen hat Lukas uns das erklärt. Pour la maison d'Israël, mais regarde ce qui t'apparaît, ce qui est arrivé à la maison d'Israël. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, Johannes 1, Kapitel 1, Vers 11, lesen wir jetzt, was passiert ist, als der Herr in das Seine kam, ins Haus Israel. Und zwar, er kam in das Seine und des Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Elohims zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Im Johannes 1, Vers 11 bis 12 sehen wir wiederum, dass das Wort zuerst mal an das Haus Israel ergangen ist. Das Problem war, dass das Haus Israel dieses Wort nicht akzeptieren haben. Israel ist jetzt in der Zwickmühle, weil der Herr ist extra gekommen, um diejenigen aus Israel zu retten, die verloren waren. Und der Herr hat Israel besucht. Zu den Seinen ist er gekommen. Aber sie haben das Wort abgelehnt. Er wollte Israel wiederherstellen, restaurieren, Israel zurück in seinen Stall bringen, damit das Volk Israel so gehen sollte, so leben sollte, wie Jahwe es vorherbestimmt hatte. Aber sie wollten nicht. Sie wollten so wandeln wie die Nationen, fremden Göttern dienen. Sie wollten nach ihrem Herzen wandeln. Sie wollten nichtige Dinge tun. Israel wollte den Astarten dienen, dem Gott Dagon, dem Gott Moloch und all diese Dinge, die die Nationen taten, wollte Israel auch tun. Deswegen haben sie das Wort Elohims abgelehnt. Auch die Nationen taten diese schlechten Dinge. Aber Elohim ist ja immer gut. Und deswegen hat er gesagt, nein, wenn Israel schon nicht will, werde ich zu den Nationen gehen. Und der Herr hat das Volk Israel nicht für immer verworfen, sondern das Volk ist ja sein Erbe und er würde es einmal dann erretten. Wir schauen in die Apostelgeschichte rein. Wir haben aber jetzt schon gelernt, dass Israel den Ruf des Maschia verworfen hat. Jetzt schauen wir uns mal Apostelgeschichte 13, Vers 46 an. Avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Marche. Und da steht, Vers 46, Paulus aber und Barnabas sprachen freiwillig, zu euch musste notwendig das Wort Elohims zuerst geredet werden. Das ist also dasselbe, was wir gelernt haben in Johannes 1, Vers 11 bis 12. Und zwar, dass das Wort Elohims zuerst mal für das Volk Israel bestimmt war. Da steht da drin im Aussendungsbefehl, geht nicht zuerst auf den Weg der Heiden und der Samariter, sondern zum Haus Israel.
Die Jünger sollten also, oder der Herr wollte also zuerst mal dem Haus Israel predigen. Paulus und Barnabas haben jetzt hier also dasselbe wiederholt, was Lukas schon gesagt hat, was Matthäus schon gesagt hat. Weil das Haus Israel falschen Göttern gedient hat. Und Paulus und Barnabas sprachen mit Gewissheit, zu euch musste notwendig das Wort Elohim zuerst geredet werden, weil es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. So wenden wir uns zu den Nationen. Sie sind also nicht so gewandelt, wie Jahwe es wollte. Und er sagt, ihr habt euch selbst als wertlos hingestellt für das ewige Leben. In Vers 48. Jahwe wollte das ewige Leben geben. Und zwar diesen verlorenen Schafen Israels, die in der Sünde waren. Denn die Sünde bedeutet den Tod und das ist das Gegenteil des Todes. Und der Herr möchte ja immer seinem Volk das Leben geben. Und jetzt haben Paulus und Barnabas gesagt, da Israel das abgelehnt hatte, wenden wir uns jetzt den Nationen zu. Der Herr wollte eigentlich, dass Israel sein Diener sei, sein Knecht, der auf allen Kontinenten sein Wort verkündigte. Aber Israel wollte seiner Berufung nicht folgen, wollte dem Herrn nicht dienen. Und sowohl während der Pfingsttage als auch zu dem Zeitpunkt, als Paulus das Wort bekommen hat, hat Israel gezeigt, dass es nach wie vor nicht interessiert war. Paulus wurde vom Heiligen Geist bewegt, dass er in die Nationen das Wort bringt. Und seit dieser Zeit hat Jahwe Paulus bewegt, dass die Nationen das Wort erfahren und die Gnade empfangen vom Herrn. Lukas hat gesagt, oder Matthäus hat auch gesagt, dass der Herr zuerst mal das Volk Israel auf Mission geschickt hat. Johannes hat gesagt, er ist zu den Seinen gekommen und die Seinen haben ihn nicht empfangen. Und Jahwe hat sie zurückgestoßen, von sich gestoßen und er hat sich den Nationen zugewandt. Jetzt spreche ich zu euch, Geliebte. Egal, wo ihr seid auf der Erde, ob ihr Deutsch seid, ob ihr aus Kongo seid, Franzosen, Chinesen, Japaner, Amerikaner, alles, was es gibt auf der Erde. Wenn der Herr euch besucht und wenn ihr Zeit vergehen lasst und dieser Berufung nicht folgt, hört mir gut zu, wird der Herr euch den Rücken zukehren und wird sich jemand anderem zuwenden. Ihr seid viele, die diese Botschaft hören. Ihr müsst wissen, dass wenn der Herr euch berufen hat für irgendeine Sache, für irgendeine Richtung, und wenn ihr das nicht macht, was der Herr möchte, dann wird der Herr euch von sich stoßen. Der Herr hat Abraham, Isaac, Jakob Versprechen gemacht. Ihr habt ja auch nicht die gleichen Versprechen bekommen. Wir müssen aber alle wissen, dass unsere Tage gezählt sind. Wenn wir dem Ruf nicht folgen, wegen Geld, wegen irgendwelchen Gütern, wegen Essen, wegen Sorgen der Welt, wegen unserer Art und Weise, die wir von den Eltern gelernt haben, und wenn wir die Berufung nicht ernst nehmen, wird der Herr uns auch nicht ernst nehmen und er wird unsere selbe Berufung einer anderen Person geben. Er hat auch Israel verworfen und hat ihre Berufung den Nationen gegeben.
Deswegen sehen wir heute, dass die Nationen viel mehr von Joshua Mashiach sprechen, von Jesus Christus, als die Israeliten. Das Volk Israel spricht immer noch von Mose und den alten Propheten. Und du, lieber Mensch, der du heute zuhörst, egal ob du Abi hast, ob du gelehrt bist, ob du gut Englisch, Französisch sprichst, das ist Jahwe egal. Jahwe ist es wurscht, der Herr wird dich verwerfen, wenn du den echten Ruf Jahwes, den er an dein Leben gerichtet hast, wenn du ihn blockierst. Du kannst immer noch Jahwe um Verzeihung bitten. Du kannst ihn bitten, dass er dir helfe, wie du deiner Berufung nachkommen kannst. Egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, er wird dich nämlich sonst verwerfen und den gleichen Ruf wird er an eine andere Person richten. Der Herr behüte und bewahre euch, so arbeitet der Herr, denn Israel wurde auch von ihm verworfen. Tut Buße, der Herr stärke euch, im Namen Joshua Mashiach. Amen.